Und mit einem frischen Kaffee in der Hand starten wir in den heutigen Part von Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter, liebe Leute. Im letzten Part waren wir leider nicht ganz so erfolgreich. Das werden wir hoffentlich heute ändern. Also eigentlich war ja geplant, wir gehen in die Mine der Goronen, aber ihr habt mich ja schon sehr, sehr stark darauf hingewiesen, dass ich am Haljasee etwas vergessen habe in der Höhle. Oh Mann, also ganz ehrlich, ich bin manchmal so weit weg mit meinen Gedanken. Beziehungsweise, wenn ich hier einmal anfange, richtig am Labern zu sein, dann vergesse ich alles um mich herum, weil ich natürlich nur ein Auge für euch habe oder ein Moment für euch. Ne? Und den möchte ich genießen und vollbringen und wenn ich mit euch rede, dann vergesse ich halt alles andere um mich herum. So, damit habe ich die Situation hoffentlich gerettet. Oh Gott. So, ja, wir müssen nochmal in die Höhle rein. Wir haben nämlich eine Schatzkiste erscheinen lassen mit der Lampe. Ihr habt mich darauf hingewiesen. Und diese Schatzkiste habe ich einfach komplett konsequent ignoriert. So wie man das halt nicht macht. Wahnsinn. So, ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so weit drin, aber ich glaube... Gott, neben mir die Flasche einfach explodiert. Also geknallt. Ich denke, das war nicht ganz so weit, ne? Ich glaube, das müsste noch alles im Rahmen sein. Im Rahmen des Möglichen. So. Ach, du Scheiße. Ja, ist halt der große Nachteil. Jetzt müssen wir die ganzen Gegner hier nochmal besiegen, ne? Mehr oder weniger besiegen. Zack. So, wir rennen hier mal ganz schnell durch. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Ja, es ist schon ziemlich dunkel. Komm, wir machen mal unsere grüne Lampe an. Ihr habt mir auch schon geschrieben, ihr findet die grüne Lampe einfach mega geil. Ist auch mega geil, ganz ehrlich. Ist so cool. Ich mag die auch richtig gerne. Da ist ja doch schon die Truhe. Jo, die habe ich einfach konsequent ignoriert hier. So. Mal sehen, ob ich hier wirklich was Krasses ignoriert habe. Aber das Gute ist, wir können jetzt hier nochmal einen schönen Schleim mitnehmen, ne? Zack, machen unsere Lampe nochmal voll. Deswegen wollte ich nochmal hierher, Leute. Das ist der einzige Grund. So, ich habe die gar nicht ignoriert, das... So, komm schon. Ah ja, ein Herzteil nehmen wir mit, ne? Okay, also ein Herzteil habe ich hier ignoriert. Alles klar. Mann, ich muss ja... Och Mann, das ist so doof. Warum kann ich mich denn nicht aus der Höhle raus teleportieren? I hate it. Ja, Leute. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass ihr so gut aufpasst. Ich tue es ja scheinbar nicht. So. Lampe raus, damit ihr ein bisschen was seht hier. Also wenn ich die Lampe einstecke, sehe ich halt genauso wenig wie ihr. Wahrscheinlich noch weniger, weil ich mach's halt im Nachhinein ja nochmal ein bisschen heller. So. Damit halt sowas wie dunkle Orte für euch nochmal ein bisschen angenehmer sind zu sehen. Und auf YouTube ist irgendwie, glaube ich, sowieso, wenn man alles hochgeladen hat, nochmal alles ein bisschen minimal dunkler. Deswegen mache ich das sowieso im Nachhinein immer ein bisschen heller. Weil die YouTube-Anpassung eben sowieso ein bisschen dunkler ist. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben eine Schatzkiste noch organisiert und geholt. Und hoffe, damit seid ihr wieder glücklich. So, wir haben heute den Plan, in die Mine der Goronen vorzudringen. Und hoffentlich da den einen oder anderen Schatz heben zu können. Wir werden die Mine der Goronen auf jeden Fall auch nicht komplett beenden können. Zack. Denn uns fehlt immer noch ein kleiner Schlüssel und zwei Boss-Keys. Wo die sich aktuell befinden, keine Ahnung. Ah, erstmal einen Schluck Kaffee. So, den brauche ich. So, wir haben uns ja hier schon eine schöne Abkürzung geschaffen. Meine Güte. So, jetzt sollte uns nichts mehr treffen. Was? Hier ist auch gerade ein Stein explodiert. Was soll das denn? Eieieiei. Was mich wirklich nervt, ist, dass wir 1000 Rubine haben. Und ich weiß nicht, wo ich das Geld rein investieren soll, Leute. Ich weiß es einfach nicht.
Was soll ich denn mit 1000 Rubinen machen? Wir haben, glaube ich, erstmal soweit alles ausgegeben, was geht. Wenn wir die Mine der Groen abschließen, dann bekommen wir als nächstes die Möglichkeit, im Maromarkt in Kakariko nochmal was zu kaufen, nämlich diese komische Maske, ne? Womit man snipern kann. Genau. Aber die ist ja dann randomized, genau. Aber die kostet, glaube ich, auch nur 200 Rubine oder 100 Rubine. Das ist halt auch nicht viel. Wo habe ich denn das ganze Geld her? Wofür soll ich es ausgeben? Ich bin komplett verwirrt. Da wir auch die 700 Rubine für die Rüstung nicht ausgeben müssen. Ja. Habe ich halt auch nochmal einen Haufen Kohle gespart, ne? Mann, Mann, Mann. Okay. Schauen wir mal. Also, wir haben hier nur eine kleine Schatzkiste oder eine Schatzkiste auf der Karte. Aktuell. So, alle hopp. Das ist, glaube ich, die Musik von Ilja. Wenn sie ein bisschen traurig ist. So, wir haben theoretisch alles, um diesen Raum zu beenden, ne? Also nicht diesen Raum, sondern diesen Dungeon zu beenden. Die Items haben wir. Uns fehlen nur die Schlüssel. Aua. So, da ist die Schatzkiste. Zack und weg. Oh, sehr schön. Oh, Leute, für den Schattenpalast den Boss-Key. Uns fehlen noch zwei kleine Schlüssel. Und eine Spiegelscherbe, dann können wir einen Schattenpalast. Oh, nee, aber vorher müssen wir erst den Wüstentempel fertig machen. Sonst können wir gar nicht einen Schattenpalast. Ja, das stimmt. Okay. Weiter geht's. Da drüben gibt's ja nichts weiter, oder? Nö. Ach doch, warte mal. Warte mal ganz kurz. Gibt's hier die Tante? Ne, die ist weiter hinten. Ah, jetzt habe ich das ausgemacht, ne? Ach, Mann. Okay, warte, rennen wir nochmal eine Runde. So. Also gerade, weil wir das mit den Eisenstiefeln jetzt drin haben, dass wir damit schneller rennen können, ist das für diesen Dungeon halt echt mega. Macht den teilweise echt einfacher. So, warte mal. Ne, die tue ich da hin und die tue ich da hin. Schieße ich den da hinten gleich mal runter. Habe ich hier auch noch welche? Zack. Die Musik passt jetzt halt gar nicht dazu, ne? Das ist so eine richtig entspannende Musik. Lalala. So, Feuer frei. Da liegen auch noch Pfeile. Kriege ich die noch? Nee. Schade. Und weiter geht's. Aber gut. Ich bin sehr zufrieden. Erster Raum abgeschlossen. Tür öffnet sich. Weiter geht's. Also es gibt ja auch hier viele Schätze, die man auch später erst im Nachhinein holen kann. Zum Beispiel solche halt wie da in dem einen Raum mit dem Enterhaken und sowas. Das ist ganz gut, dass wir da jetzt ja mittlerweile schon alles haben. Hallo, meine Freunde. Schön mit dem Holzschwert reingestochen. Da lohnt sich der Fangstoß halt doppelt, ne? So, tschüssi, Kowski. Und eine weitere Schatzkiste mit... Jo, neuer Herzcontainer. Nice. Schön. Freue ich mich. Wir sind wieder ein bisschen stärker geworden. Ich dachte eigentlich, hier war die Tante. Aber nö, die ist hier auch nicht.
war denn die Tante? Okay, das hätten wir. Ach, diese Entspannungsmusik. Zack, zack. Oh Gott. Oh Gott. Das war echt knapp. So, und weiter geht's. Da brauchen wir auch den ersten Schlüssel. Wäre schon echt nice, wenn wir hier einen kleinen Schlüssel finden. Noch für diesen Dungeon. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich... Ist wahrscheinlich nicht so hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht so hoch, ja. Nice. Na, ich glaube, ich... Ich schieße mit dem Pfeil drauf. Oh. Keine Pfeile. Mann. Okay. Ja. Ich bin ein geduldiger Mensch, man merkt es. So, jetzt müssen wir darüber hüpfen. Und müssen eine Kette ziehen, ne? Mann! So, den hau ich mal kurz weg. Mann, mit dem Holzschwert machst du halt echt gar keinen Schaden, ne? Wahnsinn. So, dann einmal ziehen bitte. Ja. Jawohl. Und Feuer frei. Noch schneller. Ach nein. Mann, Link. Wie sieht denn doch nicht an? Oh, wir landen auch wieder am Anfang. Ah, oh, wie mies. Ach, Leute. Sind die Gegner alle wieder da? Nö. Wenigstens eine gute Sache. Okay, ich hau den da jetzt auch noch schnell weg, den einen Typen. Du. Nein. Falscher Knopf. So. Jetzt wird ein Shoot raus. Kriegen wir hier noch Pfeile? Also man kriegt hier ziemlich wenig Pfeile, ne? Dafür, dass das das Dungeon-Item ist. Aber gut, aktuell sollten wir das ja auch noch nicht haben. Theoretisch. Was ist denn mit dieser Flasche? Ständig knallt die. Meine Güte. Kennt ihr das auch, wenn ihr so eine Wasserflasche habt und ihr habt daraus getrunken und dann steht die irgendwo rum und einfach random fängt die an zu knallen? Das ist so merkwürdig. Ganz merkwürdiges Verhalten von Flaschen. So, das hätten wir. Oh, hier gibt es auch schön zwei Schatzkisten zu holen. Nee, im nächsten Raum gibt es zwei Schatzkisten. Ups. Boah, Alter, geht das schnell. Das ist so cool. Okay. Genau, jetzt sind wir in dem ersten Raum für den Weißen, ne? Genau, da gibt es zwei Schatzkisten. Hier, genau hier gibt es die Tante. Und er gibt mir halt auch noch ein Item. Das heißt, in dem Raum gibt es drei Items. Sehr gut. Gib her. Ah, 10 Bomben. Schade. Was gibt's hier? Ah, keiner braucht Geld. Mann. Aber hier gibt's einen... Yo, geil, noch ein Schlüssel für die Mine der Goron. Oh, schön, dann haben wir ja alle klein. Das heißt, wir können zumindest schon mal alles schaffen, bis halt der Boss. Der Boss muss halt noch warten, aber ansonsten können wir alles machen. Ist das gut? Sehr schön, wir können richtig weit vordringen. Wir können alle Items quasi einsacken. Das ist sehr, sehr gut, Leute. So, und dann, für den Fall der Fälle, dass wir hier raus müssen, haben wir jetzt auch die Tante. Zack.
Ist nützlich, weil dann können wir uns direkt wieder von Bossraum porten. Sehr schön. Das läuft gut, Leute. Das läuft gut. Cool, freue ich mich. Okay. So, und das hier ist jetzt halt mega angenehm, dieser Abschnitt. Genau, denn das geht jetzt halt alles so schnell. Zack, 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 zack. Normalerweise ist das so ein ewiges Rumgewatschel. Und auch jetzt hier halt, da muss man jetzt an der Decke lang laufen, ist jetzt halt auch alles wesentlich schneller. Problem, was ich hier sehe. Ich will die mal kurz hier wegschießen. Ey. Dann gibt es ja auch wieder eine Schatzkiste zu holen. So, ich hoffe, das reicht erstmal. Pfeile, Pfeile, Pfeile? Natürlich nicht. Warum auch, ne? Gibt's erst später, glaube ich. Okay. Zack. Einmal hoch, bitte. So, die Schatzkiste gibt's, glaube ich, da hinten, oder? Ne, gibt's nicht. Warte mal, die gibt's. Hier. Das ist halt so angenehm. Das ist so angenehm, Leute. Normalerweise dauert das ewig. Oh Mann, keiner braucht Geld. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wofür soll ich das Geld ausgeben? Aktuell habe ich keinen Grund. Zero. Ich sehe zumindest keinen. So, ist hier hinten irgendwas? Nee, ne? Nee. Das geht so schnell, ey. Bam, 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 bam. Eins der besten Futures, ganz ehrlich. Das ist so gut in einem Randomizer. I love it. Okay, weiter geht's, Leute. Und wir kriegen wieder keine Pfeile. Da freue ich mich doch. So, aber die vermöbeln wir mal schnell. Hallo. Ja, Fangstoß lohnt sich mit dem Holzschwert echt gut. Da du ja eh wenig Schaden machst. Aber trotzdem hast du den Finisher. Bam. Okay, mehr müsste es hier, glaube ich, auch nicht geben. Ne? Wir machen jetzt nur das Ding an. Und dann wird man weiter transportiert. Hm. Ah, so. Jetzt haben wir einen schönen Schluck Kaffee getrunken. Theoretisch. Oh, tschüss. Hilfe, diese Geräusche. Und zack. Oh Gott. Es ist so laut. Keine Pfeile für mich. Okay, weiter geht's. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, es ist laut. Warte mal, da gibt's auch noch, warum habe ich denn das Ordon-Schild ausgerüstet? Hä? Junge, diese Flasche, was ist denn mit dir? Was ist denn mit dieser Flasche? Die macht mir Angst. So, warum hatte ich das Ordon-Schild ausgerüstet? So. Da gibt's auch noch eine Schatzkiste zu holen. In dem Raum davor. Aber da kommen wir nochmal lang, ne? Ja. Ja. Okay. So, da unten haben wir erstmal eine Schatzkiste. Die holen wir uns schnell. Oh, unter Wasser bin ich trotzdem langsam. Miau. Ah, geil. Noch ein Fragment. Cool. Meint ihr, wir kriegen das letzte Fragment auch noch hier? Das wäre ja sowas von gut. Das wäre ja sowas von gut. Okay. Dann einmal hier runter, bitte. Und einmal hoch, bitte. So.
Miau. Okay, Leute, der Part ist für heute aber auch erstmal wieder rum. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal wieder einschalten zum Randomizer von Twilight Princess. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier in dem Dungeon kommen. Ich hoffe, wir können abschließen. Das wäre echt super. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.